Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Into the Night, eine neue Netflix-Serie aus Belgien und die hat eine sehr interessante Thematik, denn wir sind am Flughafen in Brüssel und es soll nach Moskau gehen. Als dann plötzlich ein italienischer Soldat ein Flugzeug oder das Flugzeug stürmt und es entführt, ja, denkt man erstmal, okay, es geht um einen Terroranschlag bzw. einen terroristischen Akt. Weit gefehlt, denn im Grunde rettet er alle Menschen in diesem Flugzeug. Was es genau damit auf sich hat, das erzählt diese Geschichte und wie es darum geht, am Ende zu überleben, Ressourcen zu bekommen und irgendwie einen Ausweg zu finden aus dieser Situation. Das ist die Grundstory, super spannend erzählt, toll inszeniert. Ein paar kleine inhaltliche Fehler gibt es, weil ja, im Flugzeug, wie sie agieren, das ist nicht immer ganz so stimmig, weil sie zum Beispiel auch allein durch die Tür zum Cockpit immer rein und raus gehen können, ohne dass jemand irgendwie einen Knopf drücken muss. Das ist seltsam, das geht eigentlich so nicht in A320 Flugzeugen, mit denen sie hier fliegen. Und so muss man sagen, das Ganze wurde in Bulgarien gedreht, mit deutscher Technik, auch was die Cockpits angeht oder was das Cockpit angeht, sehr, sehr cool umgesetzt. Insgesamt muss ich sagen, von der Spannung her kaum zu übertreffen, ist eine Serie, die relativ kurz ist mit 6 Folgen und ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. Die erste Staffel hat mich weggehauen, sie ist super spannend, cool erzählt und mal was ganz anderes in dem Sinne, weil es auch darum geht dann irgendwie in der zweiten Staffel, wie findet man einen Ausweg aus dieser Situation, eine Lösung muss man finden. Dementsprechend insgesamt cool, schauspielerisch auch toll besetzt, deutscher Darsteller ist glaube ich auch mit dabei, so insgesamt belgisch, französisch, italienisch. Vom Cast her insgesamt cool besetzt, kann man nicht meckern. Dementsprechend von der Empfehlung her, 4 von 5 Punkten ist eine richtig coole, starke Serie. Und jeder, der ansatzweise Bock hat, kann sich die definitiv angucken. Ist super spannend gemacht und eine klare Empfehlung an dieser Stelle. Dementsprechend war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. Humanity.